Moin Freunde, heute gibt es ein Video, ja, ist interessant. Ich sag's direkt, ist cool, ich will dranbleiben, sag ich ganz ehrlich. Ihr wisst ganz genau, dass ich circa vor einem halben Jahr, es ist wirklich ganz lange schon wieder her, dass ich mir eine Porsche Shisha gekauft habe, zusammen mit euch. Das ist sehr, sehr krass und das ist auch heftig und die hat 1550 Euro gekostet. Das heißt, ich habe bei mir eine Pfeife rumstehen, die 1550 Euro kostet. Hab's auch in einem Video gezeigt, aber noch nie getestet. Ich habe euch nie gezeigt, wie die Pfeife ist, ob sie besser schmeckt, ob da mehr Rauch rauskommt, ob der Durchzug insane ist, ob, keine Ahnung, ob hier auf einmal... Freunde, wir werden alles herausfinden heute, zusammen mit eurer Hilfe. Ich werde euch nochmal alles im Einzelteil zeigen, ja. Und da will ich gar nicht rumfackeln, ja, ich mach sonst schnell die Kohlen drauf. Ja doch, mach's schnell drauf. Bis gleich. Ich bin jetzt an der Tür. Sollte hier jetzt irgendein Shisha-YouTuber drauf reagieren, sei es SWG, liebe Grüße auf jeden Fall an dich, ich bin halt nicht so im Game. Also ich bin wirklich im Game, aber Freunde, wir fangen oben an und zwar einmal das Teil hier. Wird sich jetzt jeder fragen, die, was ist denn das für ein Driss? Habe ich mich auch am Anfang gefragt, aber ist natürlich einfach nochmal dafür da, dass die Pfeife allgemein größer erscheint, ja. Aber bringt eigentlich mehr, wenn ich euch die erstmal im Überblick, nee, ich mache einzeln, komm hier noch. Aber das ist auch eher so ein kleiner Windschutz, werdet ihr gleich sehen, also allgemein Windschutz, damit halt mehr Hitze entsteht. Ja, ist jetzt nicht ultra krass. Auch heftig ist kein Edelstahl. Also es ist kein Edelstahl. Obwohl die Pfeife 1,5 kostet, was ziemlich cringe ist. Kommen wir jetzt zum größten Makel an dieser Pfeife und das meine ich todesernst und da wird jetzt jeder fast weinen. Und zwar, meine Damen und Herren, ich zeige euch jetzt den Kopf. Ja, das ist das Köpfchen. Super wack, super scheiße. Man weiß gar nicht richtig, wie man den bauen soll. Ich habe da aber eine kleine Methode. Könnt ihr nochmal hier so rausnehmen. Ich sag mal so, es ist auf jeden Fall für einen Shisha-Liebhaber nichts. Na, da bin ich ganz, die Kamera steht völlig verkehrt. Für einen Shisha-Liebhaber ist es nichts. Aber was soll's, ne? Das ist halt der Kopf. Ist ein bisschen wack, ich bin ehrlich zu euch. Und dann haben wir hier nochmal so ein Metallplättchen. Das ist Gott sei Dank aus Edelstahl. Das heißt, im Prinzip kommt hier der Tabak rein. Das Metallplättchen hier oben drauf. Und da legst du dann halt einfach die Kohlen drauf. Und dann, ne, macht das Sinn mit dem Windschutz. Zack. Aber ich sag euch ehrlich, ich find's ein bisschen wack. Aber ist ja auch alles cool, ne? Ist ja Porsches Ding. Meiner Meinung nach kommen auf jeden Fall jetzt, Bade, jetzt sifft das hier auf mich drauf. Kommen wir meiner Meinung nach zum absoluten Herzstück. Was die Pfeife ausmacht und was sie einfach so schön macht. Und zwar ist es die Rauchsäule. Das ist ein Oschi. Ich glaube, die Rauchsäule an sich wiegt alleine, ich glaube, 7,5 Kilo. Jetzt fragt ihr euch, woher weißt du das? Ich weiß, die Pfeife wiegt 12 Kilo und das Ding muss mindestens 7 Kilo wiegen. Ja, also es ist ein richtiger Oschi. Das ist ein Totschläger. Ja, also das ist ein Eliminierer. Ich weiß nicht, ob der nur fürs Pfeiferraum gedacht ist. Das ist ein mega Oschi. Ja, ein Riesending. Jetzt kommen wieder irgendwelche Memes. Wahrscheinlich kommen irgendwelche Memes, Digga. Mörderteil könnte ich jetzt voll auf den Tisch hauen. Wird komplett kaputt gehen, der Tisch. Das mache ich jetzt aber nicht. Und jetzt mache ich mal im Allgemeinen weiter. Und zwar haben wir jetzt hier einmal... Boah. Das ist auch schwer, die Base und die Bowl. Was ist wichtig zu wissen bei der Base und bei der Bowl? Wir haben hier ein ganz normales Entlüftungssystem, also wo man Rauch rauspusten kann. Haben wir alles mit Klickverschluss, also mit, ne, drehst du so mäßig ein. Hier kommt der Schlauch rein und jetzt zur Bowl. Freunde, die Bowl ist fucking insane, die ist unbelievable. Wir haben ein sehr, sehr großes Bowl-Volumen, ja. Viel Wasser kommt nicht ran, wir haben einen Tauchrohr mit integrierten Diffuser, muss man gucken, ob man das feiert, also ihr könnt den Diffuser nicht wegmachen, aber ich sage auch ehrlich, fürs Rauchverhalten ist es echt nice, weil es halt echt schön ruhig ist. Jetzt aber zur Bowl, Freunde, wenn man so die Bowl anguckt, ich weiß es nicht, wie es in der Cam rüberkommt, ist die mäßig matt schwarz. Ist sie auch. Hält ihr sie ins Licht, so wie ich. Ich sehe sie gerade lila. Und das zeige ich euch jetzt, weil es super ist. Sieht man das? Oh, perfekt, Digga, komplett. Ach du Scheiße. Scheiße, okay. Ne, normalerweise, Leute, ich bin ganz ehrlich zu euch, normalerweise seht ihr die jetzt komplett lila. Also Real Talk, full lila. Und so sieht das Ganze dann aus, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob es voll auf die Cam passt. So sieht eine 1500 Euro Shisha aus. Das war die Shisha, das war der Kopf, Schlauch kann ich euch auch gleich noch zeigen. Jetzt kommen wir zum Kopfbau. Und der Kopfbau ist wirklich, der ist... Boah, weiß ich nicht, Digga, der ist... So, wie gesagt, das hier ist der Kopf, den könnt ihr auch nicht ändern bei der Pfeife, ja, das heißt, der ist dabei, den könnt ihr da keinen anderen reintun, das ist das Köpfchen, was dabei ist. Viele würden es jetzt so machen, einfach Tabak reinhauen, ganz normal, ich mache es allerdings ein bisschen auf Funnel angelehnt, das hatte ich mir überlegt und das klappt auch besser, also ich
weiß das jetzt schon, dass es besser klappt. Das heißt, falls ihr eine 1500 Euro Porsche Pfeife habt, Digi, macht es einfach so, vertraut mir. Und zwar legt ihr nicht alles wahllos einfach drauf, sondern ihr baut einfach um die Löcher rum. Das heißt, die Löcher bleiben frei, was den Durchzug übrigens verbessert auch. Und ja, es ist halt einfach von Rauchverhalten besser. Und ganz wichtig, wirklich ganz, 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 ganz wichtig, man darf das Ding nicht zu hoch bauen. Und da kann mir keiner was sagen, weil jetzt wahrscheinlich keiner von euch die Pfeife haben wird. Aber vertraut mir da, man darf das Ding nicht zu hoch bauen, weil sonst schmeckt es wirklich instant verbrannt. Und das ist super wack, weil durch dieses Plättchen kommt trotzdem so viel Hitze durch, dass man den echt ziemlich niedrig bauen muss. Aber dann könnt ihr auch auf Attacke, ne? Also dann ist Attacke, dann könnt ihr auch gut die drei Kohlen easy da drauflegen. Das hier ist das Endergebnis. Ich weiß, viele werden sich jetzt denken, Digga, what the fuck, was machst du da? Das ist zu tief, das ist scheiße gebaut. Aber glaubt mir, das ist wirklich, Real Talk, die beste Lösung, wie man so einen Kopf bauen kann. Wenn du die Löcher zumachst, bringt gar nichts. Habe ich schon zweimal gemacht, kompletter Dünnpfiff. So baue ich den. Dann kommt das Plättchen hier oben drauf und da legst du dann die Kohlen drauf. Ne? Es ist ein bisschen wack gelöst von Porsche, da geht auf jeden Fall auch nochmal kein Kuss und Gruß raus. Porsche ein bisschen cringe, Tabak auch muss man super viel reintun, damit das Ding voll ist. Und jetzt warten wir auf die Kohlen, meine Damen. Kohle Nummer 1, Kohle Nummer 2. Und ihr müsst euch geben, wie ich das normalerweise gemacht habe. Normalerweise habe ich jetzt tatsächlich eine Kohle einfach noch hier oben drauf gelegt. Aber ich lasse das jetzt erstmal so. Ich lasse das jetzt erstmal warm werden. So, ihr seht, ich habe jetzt erstmal zwei Dinger drauf. Ich mache gleich den Windschutz noch drauf und dann eventuell noch eine dritte. Lasse den Kopf jetzt erstmal ein bisschen warm werden und gehe in der Zeit auf Klo. Jo. Also, wie schon gesagt, ich habe jetzt zwei Kohlen nur drauf. Ja? Und das ist jetzt der erste Zug nach ein paar Minütchen. Ich bin wirklich gespannt, was mich hier erwartet. Aber ich glaube nichts. Also Real Talk, wisst ihr, wie viel da jetzt rauskommen wird? Da kommt jetzt so 21:30 Flutlicht, 3 Grad, Handschuhe an, Fußballtraining, nasser Platz, Besprechung. So viel Rauch kommt da jetzt. Direkt die dritte Kohle drauf, sonst geht das hier völlig nach hinten los. Ach du Scheiße, was war das denn, Digga? Okay, das Projekt ging jetzt kurz nach hinten los, aber vertraut mir, Leute, es liegt wirklich, ich sag's euch ehrlich, es liegt nicht daran, wie viel Tabak ich drin habe. Kein Scherz, das ist die Pfeife, ich schwör's euch. Noch schnell zum Schlauch, den Schlauch solltet ihr eigentlich kennen, ist der Lederschlauch. Den liefern die mit, ist cool auf jeden Fall, aber weiß ich jetzt auch nicht, ne? Jetzt kommt wirklich nur ein ganz klein bisschen was. Vergleicht das mal mit einem Funnel. Vergleicht das mal, wenn ihr mit einem Kalaut raucht. Ey, das ist jetzt der vierte, fünfte Zug und hier kommt ein Dünnpfiff raus, ja? Und es ist kein dichter Rauch. Wisst ihr, es ist kein dichter Rauch. Es ist von Volumen her okay, weil es auch ein großes Volumen hat und man zieht viel und es ist auch ein guter Durchzug. Aber rein vom, also der Rauch ist, ich weiß nicht, Digi. Geschmacktechnisch nicht gleichzusetzen mit dem Funnel. Also das, ja. Jetzt kommt so ein bisschen Rauch, ne? Aber ansonsten. Okay. Ich lasse vielleicht noch mal kurz ein bisschen stillstehen. Oh, jetzt kommt meine Butter rein. Super cringe. Das hier ist auch mein Büro. Ja, aber ich muss ab und zu mal hier auch was machen. Wo ist mein Telefon? Ich weiß auch nichts. So, ich nehme jetzt noch mal einen Zug. Ich muss aber bisher, ich ziehe gleich mein kleines Fazit. Also rein rauchtechnisch ist das, Real Talk jetzt, das Beste, was ich bisher hatte. Und das meine ich ernst. Bisher kam noch nie so viel Rauch, der auch gut geschmeckt hat. Also wenn das Teil ordentlich gebarzt hat und viel Rauch kam, dann lag es daran, dass ich viel Tabak reingemacht habe und das Ding richtig heiß oben war. Dann hat es aber nicht so nice geschmeckt.
Jetzt ist es so, es schmeckt einigermaßen. Ich sage euch ehrlich, geschmackstechnisch kommen wir da nicht ansatzweise auf ein Level von einem Funnel oder so. Schade eigentlich. Aber rein rauchtechnisch, klar, kommt schon was raus, aber kann man jetzt nicht. Ich dachte, es wäre schlimmer, ich bin ehrlich. Aber fassen wir das mal kurz zusammen. Wir haben hier eine Pfeife für 1500 Euro. Das ist völlig verrückt und ihr kriegt allein für 100 Euro, boah, da ein kleiner Voice Crack drin, sorry. Ihr kriegt allein für 100 Euro oder allein für 50 Euro nicht mal ein Setup, wo es viel mehr Bart, wo es viel intensiver schmeckt und wo es einfach mehr Spaß macht. Klar, es ist cool, super cool, so eine Pfeife zu haben. Riesen Oschi, sieht geil aus, ist geil, aber bringt dann auch irgendwie nichts, ne? Schmeckt schon ein bisschen kohlisch. Oh ja. Boah. Jetzt wird es echt ein bisschen kritisch. Egal. Ich zieh durch die Gino für euch. Ja. Schmecken tut's nicht, ne? Porsche-Pfeife, cool. Sieht cool aus. Gute Qualität, geiles Design, alles cool. Braucht man sie? Nee, Digga, habe ich sie trotzdem. Ja, also ich würde keinem, wirklich keinem von euch empfehlen, das Ding zu holen. Es sei denn, ihr liebt Shisha-Rauchen, ihr seid reich oder sonst was. Ich bin nicht reich. Ich habe sie aber zum Gebrauchen, zum Gerauchen, ja, ist sie nichts. Also bringt nichts, das Teil, sage ich euch ganz ehrlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in die 1500 Euro Porsche Pfeife. Falls ja, lasst ein Däumchen da, falls nicht, wieder schauen, reingehauen. Ja, ciao, ciao.